Die Bibel wurde nach meiner Ansicht nach gefälscht von den liberalen Exegeten, die gegen den Wortlaut und gegen den historischen Sinn ihre moderne Meinung eingetragen haben in den Text. Zum Beispiel an der Stelle, dass erklärt wird, Jesus habe mit Johannes dem Täufer nichts zu tun gehabt. Das Johannesevangelium dagegen berichtet in Kapitel 1 ausdrücklich, dass Johannes sich als Zeuge Jesu Christi bezeichnet. Etwa Engel und Teufel, auch die Existenz Gottes selber, das sind ja Dinge, die nicht kausal nachweisbar sind, sondern eine andere Ebene der Wirklichkeit darstellen, aber trotzdem wirklich sind. Und wer behauptet, wirklich kann nur das sein, was man physikalisch nachweisen kann, der verfälscht die Bibel, weil er ihrem Anspruch und ihrem Niveau gar nicht gerecht wird. Die Theologen lehnen es deshalb ab, weil es angeblich gegen die Vernunft ist. Der wahre Maßstab ist Kausalität im Sinne der Physik des 19. Jahrhunderts und im Sinne der Vernunft. In Wirklichkeit ist die Physik viel weiter inzwischen und gibt selbst zu, dass der wahre Maßstab der Wirklichkeit der Geist ist und nicht nur die kleinbürgerliche Vernunft von irgendwelchen Wissenschaftlern. Aber was die moderne Theologie tut, dass sie oben ohne denkt, also der gesamte Bereich von Gott, Gottes Handeln, Gottes Offenbarung, Gottes Zukunft, Gottes Wirken in der Leiblichkeit des Menschen wird abgeschnitten, wird ausgeschlossen und man konzentriert sich lediglich dann auf sozialethische Punkte und das ist mir zu wenig und das ist vor allen Dingen einer Religion unwürdig. Ich kann und will niemandem das Christentum oder Christsein absprechen. Mir geht es um etwas anderes, nämlich um eine Reformation der Exegese, dass die Bibelerforschung selber weiter wird, ein größeres Herz, eine größere Optik, einen größeren Blickwinkel bekommt, damit sie nicht die Hälfte der Bibel ablehnen muss. Denn das geschieht ja. Bei jeder Geschichte wird filtriert, was können wir von der Vernunft her aufnehmen, und dann ist es am Ende eine todlangweilige Sonntagspredigt, die heißt, wir müssen alle mehr Gerechtigkeit in Deutschland schaffen. Das ist sicherlich nötig, aber wir Christen tun das aus einer Begründung, die mit dem Herrgott zu tun hat und mit dem Sinn des Ganzen. Und wenn man nur darauf aus ist, dass alle Menschen Krankenversicherung haben und dass alle Menschen genug zu essen haben, dann ist die Frage nach dem Sinn des Lebens davon abgetrennt. Entweder gar nicht beantwortet oder spielt in einem anderen Zimmer. Und eigentlich gehört das zusammen. Ich kümmere mich um meine Mitmenschen, weil das mit meinem Herrgott zu tun hat.